Oh mein Gott, Leute. Nein! Das schaut aus, als hätte ein Känguru Socken an. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, heute ist es soweit, eine weitere Ausgabe einer Reaction. Natürlich von Gucci. Wie wir in der letzten Woche uns schon ein Video angesehen haben mit dem 11-Jährigen mit keine Ahnung wie viel Gucci am Start. Genau das feiere ich. Habt ihr euch natürlich gewünscht, dass wir wieder mal auf ein weiteres cringiges Video von Mahan reagieren. Ich habe ihm extra gesagt, er soll mir ein cringiges Video zuschicken. Ich habe keinen Plan, was uns da erwartet, weil ich das Thumbnail auch nicht gesehen habe. Er hat mir nur den Link geschickt. Bin schon sehr gespannt. Übrigens, Freunde, wenn ihr Reactions von mir gerne ansieht, warum auch nicht, erster Link in der Infobox. Hier findet ihr meinen Reaction-Kanal. Hier kommen täglich 2 Reactions raus. Also schaut auf alle Fälle vorbei. Reactions Overload dort auf jeden Fall am Start. Und Freunde, schaut auf Instagram vorbei. Instagram hat sich dazu entschieden, 40% meiner Reichweite einfach zu stornieren nach dem Update. Danke vielmals. Und jetzt wird es an der Zeit, meine 50.000 zurückzubekommen und die Reichweite wieder nach oben zu pushen. Also schaut auf alle Fälle vorbei. Und den Plug kann ich mir natürlich nicht sparen, Freunde. In 4 Wochen ist es soweit. MEM Vienna ist finally am Start. Und was ich schon mal sagen kann, während die Seite da lädt, ja, kann sein, dass die Hosen jetzt doch schon mit der Kollektion kommen. Es gibt ja keine Winterkollektion wegen Verzögerung, aber dafür Hosen am Start. Jetzt will ich gar nicht länger herumplagen, Freunde. Schauen wir direkt rein bei Mahan_Perser. YouTube-Klicks-Million auf jeden Fall. Mahan gleich mal im Babe, noch im alten Hintergrund. Also man merkt, das Video ist alt. Gut Leute, mein Name ist Mahan, willkommen zu meinem neuen Video. Ich war in der Hamburger Innenstadt und hab euch... Mahan_Perser. Hätte er den Namen noch behalten. Ein paar Leute rausgepickt und hab mit denen, wie viel ist ein Autos wert gedreht. Wundert euch nicht, die Videoszenen habe ich alle im Voraus schon gedreht. Das sind einfach vorproduzierte Videoszenen, die ich jetzt hier einblenden werde. Vorab möchte ich mich... Mahan noch nicht ganz so breit damals vor 2 Jahren, kann das sein? Ich wollte mich auf jeden Fall bedanken, denn wir haben schon am Anfang des Jahres geschafft, die Aufmerksamkeit von einer der berühmtesten deutschen Sendungen auf uns zu ziehen. Tough, ja, das haben wir ja auch dieses Jahr wieder geschafft. Sehr gut, Mahan. Congrats dazu. Der Galileo war er, glaube ich, sogar. Langes Intro, aber wir wollen die Outfits sehen. Boah, Wahnsinns-Intro. Okay, Mahan_Perser, Link in der Bio. Jetzt nochmal kurz zur Info, Freunde. Hey, Bruder, wie heißt du denn? So, Canada Goose Jacke auf jeden Fall einmal am Start. Jetzt kommt's. Mein Name ist Öl. Ich bin Albaner. Albaner. Vom Baustelle, weißt du? Und vom Baustelle? Ja, vom Baustelle. Okay. Okay. Geht gleich mal gut los. Ja, du kannst so gut sein. Ja, ich weiß, ich glaube. Oh, Mama, weißt du, das ist ein Raustick. Warte mal, Digga. Ich bin Albaner vom Baustelle. Geht's euch, Leute? Ich bin Albaner, fick deine Mama. Damals die Videos von Mahan noch nicht ganz so professionell, aber sehr funny gewesen auf jeden Fall. Alles klar, warte. Okay. Das like Bello-Mikro hat das nicht verkraftet. Okay, Bro. Hast du aber ehrlich, Öl? Ja, Öl, Bruder. Das heißt Stern auf meinen Schwachen. Ah, bist du ein, so ein Stern, ne? Ja, normal. Okay, Digga. Dann hau mal raus, mein Stern. Was hast du denn hier so alles an, Digga? Also, Bruder. Meine Schuhe aus dem Kosovo-Urlaub, Bruder. Warte. Dienst, stell dich mal kurz. Aus dem Kosovo-Urlaub, okay. Ja, safe gesund für die Wirbelsäule. Also das neueste Hightech-Material da unten in der Sohle für die Dämpfung verbaut. Okay, hau raus, Digga. Meine Schuhe aus dem Kosovo-Urlaub, 20 Euro. Bester Mann. Ach so, das soll ein NMD sein, okay. Okay, was soll ein NMD sein? Das ist ein NMD Fake. Das soll NMD darstellen, Leute. Okay, deine Hose. Meine Hose vom Berchtesgaden, ich glaube 30 Euro. Okay. Dann so eine Alias-Jacke. Adidas, muss natürlich sein. Auch von Baustier? Nee, vom Baustier. Von Adidas, ich weiß nicht, wie teuer die war, keine Ahnung, ne? Hab ich geschenkt. 50. Meine Jacke 920. 920 Euro, keine Ahnung, das ist ja, Pflicht, normal. Ne? Pflicht, ne? Pflicht, Digga. Sowieso. Parker, du weißt. Warum kann ich mir jetzt vorstellen, dass du einen teuren Gürtel an hast? Ich hab keinen Gürtel an. Achso, Bro. Fail. Okay, was hast du dann unter der Jacke an? Ganz normales Nike-T-Shirt. Ganz normales Nike-T-Shirt. Von Albanien. Okay, witziger Typ, aber schauen wir mal, ob da noch was Spannenderes kommt. 1000 Euro das Gesamtoutfit. Schon ein freshes Outfit. Digga, hau mal raus. Ja, extrem fresh. Wahnsinn. Schauen wir mal zum nächsten Typen. Ihr seht gut. Auf das haben wir gewartet, oder? Sagen wir, sind wir uns ehrlich, was mache ich da jetzt auf geschockt? Wir sehen am ersten Blick diese furchtbaren Balenciaga Triple S und einen Off-White Hoodie, oder ist das ein Shirt? Ja, Digi, du hast wieder dein Outfit an.
Da schon mal direkt den Button für das Video ist demonetarisiert, weil schon wieder Kinder am Start sind. Aber dieses Balenciaga Triple S. Mit Balenciaga Rap neu. Okay, Digga, hau mal raus jetzt. Was kosten die Schuhe und was kostet das alles? 600. Wie alt ist der? 11? 50 habe ich sie gekauft, aber jetzt sind sie 1000 wert. Okay. Hat er sogar Balenciaga Socken an oder was? Socken 85. Das gibt's ja nicht. Okay. Balenciaga Hose Weekday 50. Ja. Jacke 700. Ich weiß nicht schon auswendig. Hoodie 420. Aber bitte, für vor 2 Jahren finde ich das Outfit, dafür, dass der keine Ahnung wie alt ist, nicht mal so eine Katastrophe. Also, wenn der jetzt so mit diesem Outfit auf der Straße herumlaufen wird, ich würde ihn deswegen jetzt nicht großartig komisch anschauen. Und eine Mütze 120. 100 oder 120? 120, T-Shirt Off-White. Naja, na klar, das T-Shirt von Off-White muss natürlich noch dabei sein. 2.405 Euro. Wie ich so alt war, habe ich das nicht einmal an Summe in Taschengeld bekommen, glaube ich. Ja, vielleicht schon. 235. So, Okay. Lass mal einfach nicht fertig reden, ist ja wurscht. Ich habe auf jeden Fall hier den nächsten, weißt du, Digi? Fersan. Der ist mega schockiert, der sieht zum ersten Mal eine Kamera, glaube ich. So, ich habe auf jeden Fall hier den nächsten, weißt du, Digi? Fersan. Ja, gut verstanden, Max. Mit den Namen, da hast du es. Fresher Style? Ja, extrem fresh. Aber die NMD gut auf die Jacke ab. Danke. Ich bin jetzt gespannt, was die Sachen, wo die Sachen sind. Hau mal raus, Digi. Meine Schuhe haben 80 gepasst. Okay, was sind das für Schuhe? Adidas Schuhe? Ja. Ganz normale Standard Adidas Schuhe. Fresh. Eine Hose. Hose hat. Fresh. Ja, Hose natürlich aufgestülpt. Das schaut immer super nice aus, wenn man das so fett nach oben stülpt, so 17 Mal, weil es sich sonst nicht anders ausgeht. Top. 12 gekostet. Von wo? Ich glaube H&M. Okay, deine Jacke? Meine Jacke habe ich von C&A 40 Euro. Ja. Cap habe ich von JD 20 Euro. Was hast du da unter an? Ja. Cleanes Outfit, kann man nicht großartig was dazu sagen, außer das mit der Hose ist halt Katastrophe. Also ganz normal, schlicht. Ja, passt, Mahan. War wichtig, dass wir den mit reinnehmen. So, wer kommt jetzt? Wie heißt? Ich bin Ami. Na, Supreme Box Logo gleich mal am Start. Wie heißt du? Ich bin Amir. Amir. Amir hat ein cooles Outfit an. Oh mein Gott. Digi, Amir, hau mal raus, deine Jacke. Ja, aber Freunde, ob der Hoodie real ist, wage ich stark zu bezweifeln. Was kostet? 150 Euro. Von wo hast du die gekauft? Ich bestellt, vom Internet. Okay, nice. Dein Pullover für Supreme. Mann, wo filmst du hin? Ja. Mach mal auf einmal richtig so. Ja, okay. Komplett gefaked, Leute. Von wo hast du den? Bestellt. Ja, bestellt. Also, wo soll ich den herhalten? Habe ich auch bestellt halt, Bruder. Wo man halt Sachen herbekommt. Was hat er gekostet? 200. Okay, 200. Also, ja, entweder er weiß selbst nicht, dass es fake ist, oder es ist ihm halt einfach egal. Ist der Original 100%? Ja. Ja, safe. Stabil. Aus welchem Jahr ist der Pullover? Ich glaube, es ist aus 17. Okay. Stabil, Digga. Ja. Kommen wir mal zu deiner Jeans. Was? Och, okay. Ja, die Schuhe halt in der Kombi dazu. So waren diese NMD eh ganz fresh eigentlich. Eine Jeanshose. Also ich habe das von Heim gekauft. Okay, was hat die gekostet? Also 50 Schritte. Deine Schuhe sind echt fresh. Zeig dir mal richtig. NMDs, ja. Was haben die gekostet? Also 180. Cooler. Wie nah geht man mit dieser Kamera hin? Coole Schuhe, cooler Style. Willst du sowas in die Kamera sagen? Nee, danke. Nochmal, danke dir. Gerne. Okay. Willst du auch? Der Bro. Safe hast du einen 20.000 Euro Pullover an. Hundertprozentig. Bestimmt, Bruder. Safe echt, oder? Na sicher, na klar. Den auch aus Internet gekauft, Schnäppchen für 150 Euro. Das gibt's ja nicht. Wetten. Von Amir. Hau mal raus, Digga. Was kostet dein Pullover? Dein Pullover. 800 Euro. Ja, genau. Genau. 800 Euro. Wen willst denn du verarschen? Wow.
Wow, du gibst 800 Euro für so einen Pullover. Mach mal richtig auf, zeig mal richtig. Supreme X Lu. Mit dem Off-White-Gürtel. Mit dem Off-White, mit dem gelben Gürtel in der Kombi. Na sicher, alles original, Bruder. Na klar, und Off-White-Gürtel auch Schnäppchen. Das gibt's. Stabiler Pullover. Nice. Na, mit dem Gürtel. Sei dir gegönnt. Ist der Original. Okay, ja, ist 2 Jahre alt, aber trotzdem, Freunde. Der Fake-Flex. Uff. Ist der jetzt schon weniger geworden, eurer Meinung nach? Schreibt es in die Kommentare. 100%? Ja, klar. Wo warst du denn? Hm? Wo warst du denn? Kanada. Hä? Aus Kanada. Kanada. Okay. Aus Kanada, bestimmt. Ist er letztes Wochenende dort gewesen. Deine Jacke. Meine Jacke. Stone Island? Das ist eine Stone Island Jacke? Was kostet? Da ist jetzt die Frage, was sagt er, was die kostet? Die Jacke. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, Leute. Da ist alles fake an diesem Outfit. Okay, sagen wir mal so, wenn die Original ist, 450 Euro. Mann, selber schon, wenn die Original ist. Ja. Okay. Deine Hose. Von welcher Marke? Balenci. Diese Speed Trainer, das gibt's ja nicht. Die Off-White-Socken dazu, Leute. Alles 1:1 von irgendeiner Insta-Fake-Seite gekauft. Und sagt, dass das echt ist. Das. Na, na. Zara, wie viel kostet die? 50. Dein Gürtel von Off-White, was kostet der denn? 180. Deine Schuhe? 560. 500? Ja. Ja, okay. Oh mein Gott, Leute. Nein! Das schaut aus, als hätte ein Känguru Socken an. Deine Socken? 90. 95? Ja, genau. Genau. 85 erstens und zweitens das na. Ja. Von welcher Marke? Auch Off-White? Auch. Stabil. Willst du was in die Kamera sagen? Ja, das ist gut. Okay, Digga. Das gibt's nicht. Hau mal raus, was ist dein Outfit wert? Schnell. Ich schätze mal 1000 Euro. Ja, hau raus, was kostet das? Ja, meine Schuhe kosten 125. Okay. Hose 20, Pulli 30 und Jacke 800. 800, okay, Tam, das war's. Wie heißt du? German. Einfach, die sind gleich groß. Die sind gleich groß. Der könnte den locker boxen, den machen, wenn er will. Okay, das. Der geht schon hin so mit dem Kopf. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es... Ja, witziges Video. Oh mein Gott, aber nichts für meine Nerven. Freunde, wenn euch das Video unterhalten hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr am cringesten gefunden habt. Abgesehen von meiner Reaction natürlich. Und lasst mir ein Like da, wenn es euch gut gefallen hat. Ich verlinke euch jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir, Freunde. Nicht vergessen, erster Link in der Infobox. Mein Reaction-Kanal, tägliche Reactions. Schaut auf alle Fälle vorbei, seid am Start. Wir sehen uns dann am Freitag wieder. Ich weiß noch nicht mit was, aber das Winterjacken-Video, die günstigen Alternativen, ja, die sind noch ausständig. Also Freunde, das war's von mir, euer Maximilian. Stell mir deine wichtigste Frage. Ja, das ist gut.